Dankeschön, Sacred, wieso nicht früher? War nur Spaß. Oh, nichts drin. Und wir gehen hier oben durch, da gibt es noch ein bisschen Gold. Bevor wir dann nach hinten gehen. Oh, shit. Ich muss stärker werden. Hallo? Jetzt? Meine Wunden sind geheilt. Ja, wenn der Heiltrank nicht geht. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwelche Schätze? Da müssen wir mal ein bisschen zoomen. Bisschen zoomen. Bisschen zoomen. Scheinbar nicht. Aber ich kenne einen Ort, da ist meistens ein Schatz. Also ein versteckter Schatz. Der ist hier drüben. Ist er auch nicht? Müssen wir noch weiter? Doch, er ist hier. Seht ihr, hier ist ein Stern, der aufleuchtet. Komm nochmal. Ja, jetzt. Und... ja, ein riesen Beehänder. Genau. Der ist so gut versteckt, dass wir ihn nicht gesehen haben. Also hier drin habt ihr eigentlich immer wieder eine Chance, schön viel Geld zu bekommen. Ja, wenn es nicht immer 1 Gold wird sein. Aber wir haben einen Fingerring. Todbringender Fingerreif mit Schattengift. Ja, das passt sehr, sehr gut. Wir greifen mit Gift an. Ja, wieso nicht? Okay, dann gehen wir mal hier runter und freuen uns, dass es nicht leckt. Sehr gut. Ja, schön gut einsetzen. Hat noch relativ schnelle Regeneration, das freut mich. Irgendwelche besonderen Wünsche für die Bestattung? 2 Meter tief und ebenerdig, sagt die Hochelfe. Feuerhaut für die Hochelfin. Nicht gut. Aber wir haben Heiltränke, sehr schön. So, ja, das ist am Anfang noch ein bisschen schwer. Aber jetzt haben wir es geschafft. Aber die Wölfe sind eigentlich nicht so die schweren Gegner, die leichten Gegner. Aber sie machen natürlich noch Damage an meiner nackten Haut. So, aber wir werden irgendwie stärker. Gut. So, Dele. Jetzt können wir wieder so ein bisschen besser spielen. Ja, leider ist die Sichtweite nicht ganz so groß. Deshalb haben wir sehr viel Nebel. Viele Kreaturen würden eher sterben als nachdenken. Und in der Tat, sie tun es. Ups. Ja. So kann man natürlich so nicht steuern nach oben. So. Wir haben hier eine Reliquie.
Hier kommt immer hier unten hin und erhöhen unsere Resistenzen. Da kommen schon die nächsten Menschen, die glauben, sie könnten mich besiegen. Das Leben ist nur ein Moment. Der Tod ist auch nur einer. Jo. Dann gehen wir noch kurz hier rechts. Da gibt es meistens ein, also da gibt es ein Dock mit meistens einem guten Schatz. So. In der Kiste. Nein, nicht in der Kiste. Ah, hier genau. Jo, ein geheimer Schatz mit, wow, sehr viel. Aber wenigstens eine Barbuta und ein Barbuta ist ein Hut. Ja. 8. 4 Regenerationsbelastung. Geschwindigkeitskunde. Ja. Nehmen wir. Und jetzt gehen wir zurück in die Stadt. Und diesen Tempel, also in diesen Tempeln hier, gibt es immer also erhöhte Erfahrung an den Schreinen. Das nehmen wir jetzt nicht, das brauchen wir auch noch nicht. Und Heiltränke in den Ding, Brunnen. Also im geweihten Wasser drin. So. Ja, jetzt nehmen wir einen guten Zauber, wahrscheinlich der Totem. Die Krankheit bringt uns noch nicht so viel. Gequälte Seele haben wir nochmals. Oh nein, gequälte Seele ist ein anderer Buff. So, jetzt müssen wir aber zuerst verkaufen. Das schaffen wir aber nicht. Mist. Ja, was können wir da gegen machen? Wir brauchen 500. Wir gehen mal an die Truhe. Genau. Und verkaufen irgendwas, das Geld gibt. Ja, den Magierstab. Solche Sachen. Ja, geben genug. Fast genug. Noch etwas. Wir leeren jetzt die Kiste. Jetzt sollte es gehen. Komm schon, bitte. Da gibt ihr gar kein Geld. Ja, die Dinge gehen auch nicht unbedingt so ein Kreis des Lebens. Die findet man immer wieder. Nehmen wir mal einen mit und verkaufen ihn. Ja, gut. So. Und noch irgendwas. Ja, Wirbeln. Dann Vodo, Krankheit, Quellen, Flucht des Verderbens, Vodo, Totem. So, Dele. Hier gequälte Seele noch. Dann haben wir hier den Vodototem. Hier Quellen. Und hier gequälte Seele. Und jetzt sollte eigentlich ein Tier rauskommen. Das uns ein bisschen schützt. Einen Wolf, ja. Sehr gut. Also, hier haben wir noch was Grünes, Blaues. Der gehört zur Charakterquest. Oder die. Hallo, Tibosos, haltet Tibosos Holzfäller auf. Hallo, ihr seid doch eine Triade. Hört, vor einiger Zeit wurde beschlossen, dass in der Umgebung des Dorfes der Wald neu aufgeforstet wird. Aber Tiboso lädt nichts aufforsten. Im Gegenteil, er zwingt Sklaven dazu, die Bäume weiter abzuholzen. Bitte geht und setzt diesen Treiben ein Ende. Okay, und wohin? Aha. Gehen wir kurz. So. Bisschen laggy wieder. Aber eben das liegt, weil ein neues Gebiet geladen wird und alles mögliche. Und natürlich Flaps den Arbeitsspeicher wegnimmt.
Aber eben, sobald ich dann ein neues Aufnahmeprogramm habe, da geht es wieder gut. Hoffe ich dann mal. So, stellen wir den Toten mal auf. Hierhin. Leider noch ein bisschen schwach. Aber wir haben es geschafft. Und hier haben wir noch einen Elfenkopf. Den könnten wir mal benutzen. Schon vorbei? Schade, ich hätte dir das Ausmachen. zugetraut. Jetzt können wir hier noch skillen. Ja, müssen einfach weiter skillen, weil ab Stufe 5 erst der Fokus kommt. So. Dann können wir noch hier etwas verbessern. Und hier verbessern wir am besten mehr Schaden, bessere Rüstung. Opfer wird noch langsamer. Da können wir wirklich, machen wir den Totem und nehmen hier Dauer natürlich, ist irgendwie wichtiger. Fliehen, ich mag irgendwie nicht zu fliehen, wenn die Gegner die ganze Zeit aus der Range des Toten fliegen. So, was haben wir hier? Sklavenaufseher, vorsichtig! Hier ist es gefährlich, geh lieber beiseite. Die Bosse der Elfici hat neue Schiffe in Auftrag gegeben, mit denen er seine Waren nun noch schneller in aller Welt verschiffen kann. Was? Wir wollen sollen aufhören? Du machst Witze, oder? So, und den Gleiter wieder an. Aha, einfach ein normaler Elf. So einfach ist das. Und jetzt haben wir hier einen neuen Sklave Tetus. Danke für die Rettung, Fremde. Wir sind zu diesen Frontdiensten gezwungen worden, weil wir unsere Schulden bei Tibossa nicht bezahlen konnten. Wir werden uns in den Bergen verstecken und ins Menschenreich auswandern, sobald das Gras über unsere Flucht gewachsen ist. Okay. Jetzt können wir hier weiter. Haben wir noch eine Quest? Oh. Ja, das machen wir immer so. Alte schwache Milchkühe, die kaum noch Milch geben, werden geschlagen und in den Fluss geworfen. Das Wasser wird dadurch sicher nicht gesünder, aber wenn interessiert das, der Fluss fließt ins Meer und Fische können sich nicht im Magen verderben. Der Bürgermeister zahlt uns ein Silberstück für jede Kuh, weil das vergiftete Wasser außerdem noch Kobolde zurückhält. So haben alle etwas davon. Ja, toll. Machen wir den Totem auf. Gut. Hauen alle ab, diese Arschlöcher. Das geht mal gar nicht. Was ist denn das für eine Umweltverschmutzung? Und was ist das für eine Tierquälerei? Was ist das überhaupt für ein Gesocks? Ich hoffe, der Begleiter wird noch anders. Also der bekommt hoffentlich noch eine Waffe oder so über. Sonst wäre er ja irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, hier können wir halt noch nichts machen. Wir müssen noch kurz zurück zu der Hauptquest. Wo haben wir die nächste Quest?
in Dorfplatz. Da oben. Ah, da beim... bei der Britney Spears. Da gibt es eine Statue. Hier lebt Britney. Die Statue soll an Britney, eine begabte Bardin, erinnern. Das Easter Egg an Britney Spears. Blumen zum Gruße, meine Dame. Ich selbst bin zufrieden. Bring mir Koboldköpfe. Die Kühe, ja, die lasse ich schlachten, wie sie auch nicht. Es macht doch keinen Unterschied mehr. Die Kobolde sind überall und greifen alles an, was sich ihnen in den Weg stellt. So lange die da sind, kann ich die Kühe nicht in die Stadt bringen, denn wenn die Kobolde einmal hier spitz bekommen, dass es hier Kuhfleisch in Mengen gibt, gehen sie gar nicht mehr weg. Aber wenn ihr jetzt alles noch besser wissen könnt, wieso schlagt ihr nicht ein paar der Kobolde und bringt mir ihre Köpfe? Easy. Aber Hauptsache, du hörst auf. Oh, Obst. Was ist das? Blaue? Irgendwas. Sehe es nicht, dass eine Zwetschge ist es nicht. Oder eine Pflaume. Okay. Wahrscheinlich eine Secret, also eine arkadische Frucht. Eine von